Ciao, e già penso a te in questa lunga notte, mentre sono da solo e mi ricordo, amore mio, ti voglio bene. Quando chiudo gli occhi vedo Guck mal, diese wunderschönen Garnelen. Schöne, dicke Schwänzchen. il tuo viso, i tuoi occhi, le tue labbra. Il mio cuore ancora palpita e rimedio. Sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. Sei solo tu. Baby, baby, baby. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer Cinematic Food Guide auf Deliziös. Wir sind in Rom, die Hauptstadt Italiens. Vielleicht sogar das kulinarische Herz Italiens, wer weiß das schon. Ich hoffe, Scheiße, ich hab verkackt. Wir sind in Rom, die Hauptstadt Italiens. Vielleicht sogar die kulinarische Hauptstadt des... Ah, fick dich doch. Unser erster Spot heute ist der Mercato Trionfale. Das ist ein riesengroßer Markt, hier gibt's ordentlich was zu futtern. Wir lassen uns ein bisschen treiben, schauen rum. Hey, komm, folgt mir, ich zeige euch geiles Futter. Eine Spezialität aus Rom ist Porchetta. Guck mal, das hier ist Porchetta. Das hier außen ist eine geile Kruste, das ist Schweinehaut. Das da ist ein Schweinerücken. Das hier ist das Rippchen quasi und das hier unten wird der Schweinebauch. Das Ding wird zusammengerollt, die Haut bleibt dran, dann kommt es in den Ofen. Natürlich kommen da noch Kräuter und Gewürze ran. Ne? Dann ist das auf jeden Fall das, was da ist und das ist eine Herrlichkeit. Guckt euch diese Kruste an, das ist Wahnsinn. Das kannst du dir aufschneiden lassen, wenn es mit nach Hause und isst. Oder du bist halt hier einfach auf dem Markt, holst dir beim Bäcker nebenan Brötchen und lässt dir es draufknallen. Und genau das mache ich jetzt. I would like to have one of the Rosette Ciabatta. Una. Yes, for the Porchetta. So, Brot ist da, jetzt fehlt nur noch Fleisch. Hello. Hello. Can I have this with Porchetta? Yes, and maybe a little bit from the smoked mozzarella cheese. Yes, thank you. Da seht ihr diese ganzen geilen Kräuter und Gewürze da drin? Und ein bisschen knusprige Haut. Boah, das riecht aber auch geil, Alter. Boah, sobald sie das anschneidet, ne? Da... Thank you very much. Baby, baby, baby. Na, 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 Guckt euch das an, Kinder. Boah, sieht das Ding geil aus. Also das geile Ciabatta ist das eine, ne? Da siehst du hier unten Pfeffer, Rosmarin und diese ganzen Gewürze, die da drin stecken. Dann hast du eine Schicht Fleisch. Dann hat sie mir natürlich hier oben Haut draufgelegt, ne? Schön crispy. Pork Skin, die kommen als erstes dran. Sehr geil, sehr knusprig. Top Schweinegeschmack. Nicht zu schweinig, ne? Ja, geil. Also, mit dem geräucherten Mozzarella. Oh, das Fleisch ist so zart und noch saftig, null trocken. Und das Geile beim Porchetta ist ja, du hast immer genau das richtige Verhältnis zwischen Fleisch und Fett. Und dazu dieser geräucherte Mozzi obendrauf. Oh, wie geil das riecht. Der Käse, Hammer. Wir müssen auch das Brot erwähnen. Ganz ehrlich, das ist super fluffig. Es hat eine schöne Kruste. Es ist genau das, was du haben willst. Ne? Es saugt auch diese Säfte auf von dem Schwein und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Boah, mit dem Käse oben drauf, diese Porchetta. Ich habe hier auf dem Markt viele gesehen. Ne? Aber da, wo wir gerade waren, die sind auf jeden Fall famous dafür. So ein Ding musst du dir reinballern. Schweinerücken, Schweinebauch, Fett, hier wieder ein bisschen Kruste. Dann hast du hier schön wieder Kräuter und Gewürze. Sie hat es auch wirklich mit Hingabe belegt. Ne? Die hat es einfach nicht nur ins Brötchen geknallt, eingepackt. Der nächste bitte. Sondern sie hat es schön draufgelegt und so. Da merkst du schon, die mag ihr Produkt auch. Und vor allem, was sie gemacht hat, sie hat mir das Brötchen so aufgebaut, dass ich es gut essen kann. Und vor allem so, dass es gut schmeckt. Dass du mit jedem Biss alles hast, was du brauchst. Diese Mischung aus Bauch und Rücken, einfach perfekt. Das ist Frühstück, so wie ich es mir vorstelle. Boah, das kann nur geil werden in Rom. Was halt immer geil geht, ne? Schinkenabschnitte für 50 Cent, das ist ein Ding. Das sind diese speziellen römischen Zucchinis, da ist die Blüte noch mit oben dran. Das heißt, die sind relativ jung, ganz fest im Fleisch, ganz wenig Samen drin, das ist geil, Alter. Das ist eine Qualität, die kriegst du bei uns so nicht.
Buongiorno. Prego, prego. Mangiare. Käse und Birne. Buono. Very good, thank you. Thank you. Birne, Feige, das ist ein großes Ding in Italien mit Käse, ne? Mögen Sie gerne, finde ich auch geil. Komm Jungs, ich suche die 81, ne? Guck mal hier, 83, 98. Welcome to Roma. Was ich auf jeden Fall schon gelernt habe, ist, wenn der Mozzarella draußen steht, ist das immer Büffelmozzarella. Und wenn er in der Kühltheke ist, ist er immer von der Kuh. Deswegen, ich lasse mir jetzt hier so ein Ding raus. Bestelle ich Lupen rein auf Italienisch jetzt. Buongiorno, una mozzarella di bufalo. Mozzarella? Sì, una piccola. Bene, così. Sì. Questa? Sì. La vuole mangiare adesso? Sì, sì. Gliela taglio? Mm-hmm. Grazie. Prego. Prego, signore. Questa ricordine bufala, eh? Kannst du hier einfach mal kleinen Mozzarella rauslassen? Ey, guckt euch das an, wie da die Milch rausläuft. Aber geil, Alter. Guck mal dahin. Wunderschön. Ihr werdet sagen, okay, ist ein Mozzarella, ne? Aber jetzt eine geile Sache. Er ist ganz anders. Ich habe noch nie so Mozzarella gegessen und ich habe viel gegessen davon. Die Haut ist fest, er ist aber zwischen Haut ist er super cremig. Wow. Super milchig, ganz mild im Geschmack, perfektes Salz. Boah, das ist richtig geil. Der hat außen sogar so ein bisschen, boah, wenn du so drauf beißt, kennt ihr das, wenn der Käse so ein bisschen quietscht, ne? Wie so ein Halloumi, ne? Der nicht geil gebraten ist. Quietscht so ein bisschen und dann kommt dieses Cremige und dann drückst du drauf und dann bam, explodiert das im Mund. Und dieser ganze Saft, diese Milch, ne? Super fett, aber sehr nachhaltig. Du hast es am Gaumen die ganze Zeit. Das ist echt geil, Alter. Boah, hol dir so ein Mozzarella hier. Boah, der ist echt krass. Okay, thank you very much. This was delicious. Thank you, bye bye. Mille grazie. Arrivederci. Und noch eine richtig geile Sache sind diese Alici da. Guck mal, das Geile ist nicht nur, dass du die natürlich nehmen kannst für deine Gerichte. Wenn du Sardelle brauchst, ist das Nonplusultra. Ne? Das ist viel, viel geiler als das, was man im Glas kaufen kann, weil das auch schon gut ist. Aber das richtig Krasse ist der Saft, in dem die liegen. Ne? Schlaue Menschen haben das mal eine Zeit lang in Fläschchen abgefüllt. Man konnte es für wirklich viel Geld kaufen. Die werden in Fässer geschichtet, Salz drauf und so weiter und so fort. Und dieser Saft, der unten rausläuft, den konnte man in Fläschchen kaufen. Und das ist ein Umami-Booster, kannst du dir nicht vorstellen. Sehr, sehr geil. Aber ich will auf jeden Fall die Dinger da probieren und ich brauche ein paar geile Oliven. Ah, die getrockneten Pilze und so, geil. Guck mal hier auch diese Gemüsechips, ne? You can eat like this, yeah? Thank you. Karotte. Guck mal die Farbe an, Alter. Und ist es Apple? Ja, Apple. Apple. Wow, geil. Das ist ein gesunder Snack. It's okay, thank you. Zwischenzeitlich sind hier noch ein paar Kapern reingeflattert. Er hat gesagt, die müssen wir unbedingt probieren. Schöne, große Kapernäpfel. Oh, richtig hart am Salz. So müssen die auch sein. Nicht so sauer eingelegt, wie man es sonst so kennt. Und innen drin platzen die auf. Da sind lauter kleine Kernchen drin. Ach, sehr geil, ich liebe das. Diese Artischocken hier, sind die nicht wunderschön? Ich muss erstmal so ein Ding probieren. Ja, der Müll aus der Dose bei uns, kein Vergleich. Super knackig, super krasser Artischockengeschmack. Die sind hundertprozentig handgemacht, da bin ich mir ganz sicher. Ihr seht ja, neben diesen ganzen Leckereien, so, die du hier finden kannst, ne, viel Gemüse, Fleisch, Geflügel, Käse, es ist alles da. Hier geht der Römer einkaufen, ne? Das ist kein touristischer Spot hier. Deswegen meine Empfehlung, auf jeden Fall mal hierher zu kommen, sich so ein bisschen treiben zu lassen. Und wenn dir irgendwas gefällt, zeig drauf. Die machen dir das schon, ne? Ich habe keinen einzigen Touristen gesehen hier drin, ehrlich gesagt. Die Dinger sind mega krass. Ey, alles in allem geil. Leute, Ausflug auf den Markt lohnt sich immer. Mmh. So lecker. Aber hey, wir haben noch ein bisschen was vor. Der nächste Spot, der knallt euch weg, sag ich dir jetzt schon. Sono un ragazzo tranquillo, la vita è dolce con te. Problemi vanno via quando sei vicino a me. Wir sind im nächsten Spot gelandet. Luciano heißt es. Wunderschöner Ort, Terrasse draußen, geiles Restaurant. Der Inhaber ist, das ist auch der Luciano. Und Luciano hat jahrelang Sterneerfahrung. Ne? Und ich habe mir erzählen lassen, in den Laden, in dem er gearbeitet hat, war er überwiegend für die Carbonara zuständig. Das war sein Signature-Dish. Und irgendwann hat er sich entschieden, da wegzugehen. Die haben den Stern verloren, aber die Carbonara, die hat er mitgenommen. Und die macht er jetzt hier. Signature Dish ist Spaghetti Carbonara. Findet man natürlich auch in der ganzen Stadt, aber hier soll es wohl die besten der Stadt geben. Das ziehe ich mir rein. Dazu natürlich noch ein weiterer Teller mit Nudeln und eine kleine Vorspeise, die besorge ich mir auch noch. Sei du. Beetroot Cannolo. Beetroot Cannolo. Beetroot Biola Cheese. And this is our Carbonara. Signature Carbonara. With the golden fork.
Okay, I wouldn't say so nothing happened, okay? And this is our amatriciana. Amatriciana. Grazie mille. Il cielo è blu come il mare dal momento che sono con te. Meine Herren, wow. Ey, wir müssen, es geht gar nicht anders, mit dieser Carbonara anfangen. Mein Gott, ist die hübsch. Luciano. Er sagt, es geht nur mit der goldenen Gabel, dann glauben wir ihm das. So, komm mal her. Wir fangen mal an mit so einem, ey, lächerlich großen Stück Guanciale. Boah, ich weiß, was hier gleich passiert. Das ist also der Signature Dish. Hausgemachte Nudeln, Guanciale, Schweinebacken. Jetzt weiß ich auch, warum die goldene Gabel, das sieht einfach geil aus. Leute, perfect bite. Sehr geil. Also, guck mal, hausgemachte Nudeln. Wirklich, wirklich reichlich Ei. Dann haben wir eine ordentliche Menge Guanciale hier drin. Das macht richtig, richtig Spaß. Und vor allem, guck mal die Farbe an. Ne? Da siehst du halt, dass hier mit wirklich viel Eigelb gearbeitet wurde. Boah, das macht's doppelt geil. Kann absolut verstehen, warum das Signature Dish ist. Das ist was, da willst du gar nicht aufhören. Ihr seht, ich bin auch so ein bisschen andächtig. Ne? Er schreibt hier auf die Karte, Our Signature Spaghetti Carbonara by Luciano. Wenn du deinen Namen dahinter schreibst, ne, dann musst du das auch richtig fühlen. Der fühlt das hier, der macht das in Perfektion. Wow. Und es ist ja vermeintlich einfach, das zuzubereiten und doch so schwer. Ne? Also wenn ich überlege, wie oft ich das schon verkackt habe, weil irgendwas gerade nicht gepasst hat und sei es die Temperatur. Ne? Aber hier mit den Zutaten, den selbstgemachten Nudeln, die haben auch so eine geile Oberfläche, die sind so ein bisschen rau. Die werden hundertprozentig durch so eine Bronzematrize gedrückt und dann auf den Punkt gekocht. Geil. Mmh. Einfach geil. Guck mal, kurze Nudeln, rote Soße. Hier haben wir Speckwürfel mit drin. Lass mal kurz gucken, was hier los ist. War sehr gut. Die Nudeln auch hier im Haus gemacht. Tolle Konsistenz. Perfekt al dente. Schau mal, hier ist kein bisschen Soße übrig. Oh, die sind schön spicy auch, ne? Die haben eine schöne Schärfe. Kein bisschen Soße über. Alles perfekt. Was willst du noch sagen? Da brauchst du einen Löffel, eine Schüssel und eine Couch. Ganz ehrlich. Boah, Tomatensoße. Schön fruchtig, aber intensiv. Da würde sich die Tomaten auch mit der Hand ausgesucht haben. Da bin ich mir relativ sicher. Es ist ein sehr, sehr rustikales Gericht. Ich habe dazu auch schon Rezeptvideos veröffentlicht. Also ich weiß, wie man das macht und ich kann das auch ganz gut. Aber was mir wirklich imponiert ist, guck mal hier. Da sammelt sich keine Soße. So wie sie es zubereiten, ne? Verstehe ich den Fine-Dining-Ansatz, den sie hier verfolgen. Weil viel besser kann man das nicht machen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Ist perfekt abgeschmeckt. Du brauchst weder mehr noch weniger Käse. Salz ist on point, absolut on point. Soße toll. Nudeln wirklich in einer hervorragenden Qualität. Mmh. Einfach schön schlotzig, cremig, ohne fettig zu sein. Hier schwingt ein bisschen Begeisterung mit. So einen Teller Nudeln machen, das musst du üben. Jetzt haben wir euer hintenrum das Pferd aufgezäumt und essen die Vorspeise jetzt hinten dran. Das ist aber tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass es einfach schade wäre, das komplett kalt werden zu lassen. Guck mal, wir haben hier rote Beete als Cannoli quasi eingerollt mit einem Ziegenkäse drin. Dann haben wir eine Zitronensoße dazu und obendrauf haben wir hier frittierten knusprigen Lauch. Ich bin wirklich gespannt, wie das zusammenschmeckt. Einfach mal schräg durch. Und hier kommt an der Seite auch schön Ziegenkäsecreme raus. Oh, das sieht mir nach einem Perfect Bite aus. Mit dem Lauch, das ist ein Konsistenzding, der schmeckt gut, ne? Ich bin ganz gespannt. Rote Beete. Rote Beete, on point, sehr naturbelassen, nicht mariniert oder so. Und der Ziegenkäse ist auf der milden Seite. So, jetzt erkläre ich warum. Oftmals hast du das bei Ziegenkäse ja so, dass das irgendwie nach Streichelzoo schmeckt, kennst du? Und das hast du hier gar nicht. Dazu gibt es noch ein geiles Sauerteigbrot, relativ unüblich, ne? Normalerweise Weißbrot, ihr wisst Bescheid. Boah, mit dem Brot, der absolute Wahnsinn. Rote Beete, sehr erdig. Zitrone passt hervorragend. Dann hast du noch was Fruchtiges dabei. Der Lauch, der holt dich wieder ab. Tolle, frische, sommerliche Vorspeise. Mit einem Stück Brot dabei. Käse obendrauf, rote Beete obendrauf. Ein bisschen Lauch obendrauf. Und schon haben wir einen Perfect Bite. Leute, das war auf jeden Fall ein dicker Knaller. Ich sage euch ganz ehrlich, für Nudeln und eine leckere Vorspeise kannst du hier gut herkommen. Holt euch die Signature Carbonara. Und wenn ihr noch Platz habt, ballert euch noch so eine kleine Amatriciana mit rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir werden aufessen, wie wir es immer machen. Und dann sind wir auch schon unterwegs zum nächsten Spot. Und wie immer ein Knaller. In ganz Rom findest du natürlich bei deinem Weg durch die Stadt den ein oder anderen Eisladen. Und das beste Eis der Stadt, das gibt's hier und das checken wir jetzt aus.
I would like to have two different. One of them is the cheese and cherry. Okay. And the other one is fior di lavanda. Okay. And pesca. Okay. So yeah? Do you want corn or hot? Corn is good. Oben drauf schön Schlagsahne. Guck mal, das Ding ist, ich habe immer bewusst zwei Sorten gewählt, die hier quasi die Hausreligion sind. Mm. Das eine davon ist mit Käse und Kirschen. Am Ende so ein bisschen Käsekuchen-Flavor. Also so Stückchen drin. Ja, so Cheesecake. Und das andere ist Lavendel-Pfirsich. Das ist halt echt so geiles, handgemachtes Zeug. Alles naturbelassen, erstklassige Produkte. Nicht umsonst sagen sie, das ist das beste Eis der Stadt. Boah. Super cremig, voller Geschmack. Wenn du sie fragst, macht sie dir auch Sahne in die Waffel rein. Ist auch geil. Voll geil. Pfirsich. Ey, Lavendel, Alter. Das ist wieder so eine Sache, die hast du eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Aber das erfrischt dich zwischendrin. Kühlst so ein bisschen runter. Ich krieg nach Eis immer Hunger. Und Bock auf mehr Eis. Ey, geil. Und alle essen das hier mit so einem Löffelchen runter. Und natürlich auch auf dem T-Shirt. Kommt hierher, besorgt euch so ein bisschen handgemachtes Eis. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir sehen uns gleich. Der Weg hat uns zum Mercato Garbatella geführt. Hier gibt es das Jalus. Es ist relativ lustig. Pass, ihr müsst das euch mal angucken. Hier gibt es Gemüse, hier gibt es ein paar Stände, die noch nicht aufhaben. Hier kannst du Blumen kaufen. Und vor allem gibt es hier diesen geilen Foodstand. Und es ist so, dass die eigentlich traditionelle römische Sachen kochen. Aber die Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Ländern. Und das nehmen sie zum Anlass, täglich ein Gericht aus einem anderen Land zu kochen. Und heute ist Brasilien dran. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall was Originelles angucken, was Originales angucken und was Brasilianisches. Hi, hallo. Hallo. I would like to go for the Brazilian dish. Yeah. With fish. With fish. Ich habe noch ein paar Chips bekommen. Guck mal hier, Kochbanane. Yucca. Geil, Alter. Rote Beete. Gut gemacht mit dem Hummus. Hm, schön. Wenn du hier so hockst, vielleicht mit einem Bierchen. Das gibt es hier bestimmt auch. So ein paar Chips dazu. Das Konzept ist, geile Sachen aus der ganzen Welt zu machen, aber trotzdem nicht vergessen, wo sie herkommen. Finde ich gut, macht Abwechslung. Ey, lass mal gucken. Der Brasilianer, den probieren wir als erstes. Nachhaltiges, es ist kein Plastik, ne? Das ist schon gut, das ist so das PLA-Zeug. Das ist wahrscheinlich schon im Jahr ist das verschwunden. Und dann haben wir hier ein Schälchen mit Reis. Fisch gekocht, geschmort in Kokosmilch mit Gemüse, Cashews oben drauf. Hey, komm, nicht lang rummachen. Was haben wir denn da für einen Fisch überhaupt? Das ist so ein Seelachs, Rotbarsch. Und das ist gut, ist ein bisschen spicy. Da haben wir mit Chiliöl oben drauf gemacht. Der Reis ist gut gekocht. Es wird in der Mikrowelle erwärmt. Finde ich nicht immer so geil, aber hier funktioniert es ganz gut. Was ist denn los? Go fuck yourself. Verpiss dich. Ich kenne das Gericht nicht. Es ist so ein, könnte auch ein afrikanisches Gericht sein. Weißt du, was ich meine? So, es ist oft geschmort, du hast keine Bindung in der Soße. Die Kokosmilch ist geil, die bringt Power mit rein. Tomaten sind da, die bringen so ein bisschen Säure mit hin. Die Paprika, eine Süße. Der Reis gut, so ein bisschen Spiciness Level. Da ist von allem was dabei, ne? Du hast einen Crunch durch die Nüsse. Und der Fisch ist toll, tolle Qualität, ganz frisch. Ist gut. Natürlich geht es uns bei dem Besuch hier nicht darum, euch ein einzelnes Gericht vorzustellen, sondern viel eher der ganze Laden, ne? Weil das natürlich unterstützenswert ist, dass wenn du sagst, du willst hier in so einer urbanen Umgebung, so ein bisschen alternativ angehaucht vielleicht sogar, auch mal zwischen Einheimischen, die wirst du keine Touristen finden, ne? Zwischen Einheimischen zu sitzen und irgendwie einen geilen Teller irgendwas aus irgendwas zu essen, da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich bin hier jetzt im Taxi 5 Minuten hergefahren vom Kolosseum, ne? Also das ist schon Innenstadt hier. Mm. Sehr gut. Sie haben ja neben den Tagesgerichten auch ihre traditionellen Sachen. Er hat mir jetzt mal so ein Tellerchen fertig gemacht von dem, was sie hier heute haben. Wir haben hier ein Hähnchen drauf mit Senf, hat er gesagt. Alter, aufdringlich die Biester. Wir haben hier ein Hähnchen mit Senf. Dazu so ein Gelb. Boah, das ist geil. Das ist geil, Alter. Das ist voll weich, saftig. Mmh, voll gut. Dann hier so einen gelben Reis. Geil. Mit dem Huhn zusammen. Boah.
Das ist richtig gut, das ist so Comfort Food, weißt du? Keine Ahnung, was es ist, aber es schmeckt halt geil. Dazu gibt es süß-saure Karotten. Oh geil, die sind Bombe. Boah, geil, intensiver Karottengeschmack. 100%ig direkt hier vom Markt, gut abgeschmeckt. Schön bitter, Salz on point, gebackene Aubergine quasi. Ich sehe getrocknete Kräuter, ich sehe Rosmarin. Auch die Auberginen hier, anderes Level, ne? Aber das Zeug schmeckt in Italien einfach auch besser. Das ist Streetfood. Das schmeckt geil. Es ist unterstützenswert, meiner Meinung nach. Ich glaube, die hätten echt nichts dagegen, wenn ihr als Touristen hierher kommt und denen mal die Bude leer futtert. Also fahrt hierher, sagt schöne Grüße vom dicken Papa und zieht euch so ein Tagesgericht ein. Grüße von Delicious, ja? Das war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zwischenstopp. Es gibt noch ein bisschen Fisch mit Kokos und Cashew. Und dann ziehen wir weiter zum nächsten Spot. Oh, da habe ich jetzt aber auch schon richtig Bock drauf. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Dar Filetaro, das ist der Name vom nächsten Restaurant. Wir sind hier unweit vom jüdischen Ghetto, dem ehemaligen. Und ja, hier gibt es ein Restaurant, das ist 110 Jahre alt mittlerweile. Und die machen ein altes jüdisches Gericht. Das hat hier Tradition in Rom. Und zwar geht es da um einen frittierten Kabeljau letztendlich. Ne? Ein Backfisch, wenn du so willst. Dazu gibt es einen geilen Salat und einen sehr, sehr geilen Laden. Guckt euch das mal an. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirà, mi seppellirà sui montagna, sui montagna. Aber guck mal, ganz ehrlich, Leute, hier weht doch der Hauch der Geschichte durch. 110 Jahre alt. Und alles, was du hier kriegst, ist das da. Guck mal. Ihr seht ja, das was hier gibt, Schüssel Brot dazu. Schüssel, das ist ein Korb, Digga. Ich mag ja Feldsalat, ne? Und wisst ihr, was hier in der Mitte oben drauf ist? Seht ihr diese braune Masse? Das sind pürierte Sardellen. Und das gibt hier den besonderen Kick. So, mit dem starten wir jetzt. Eine dicke Gabel, der ist ganz klein, der ist fein. Und ich mag so diese Sardellenpaste da drin. Ich habe echt Bock drauf. Lass mal probieren. Sardelle gibt natürlich hier Umami-Power. Sardellen sind in Rom allgegenwärtig, aber besonders macht es das hier natürlich, dass sie nur ein Gericht servieren. Und das ist dieser gebackene Fisch hier. Und das ist halt so ein Klassiker, ein altes jüdisches Ding. Und du kriegst hier nur das und das ist eigentlich schon Grund genug, dass wir diesen wirklich sehr versteckten Spot, der ist jetzt nicht geheim oder sowas, ne? Aber versteckt ist er auf jeden Fall, dass wir den für euch rausgesucht haben, weil der Salat ist schon mal geil. Zeitung. Das ist echt einfach Zeitungspapier. Gehen wir mal rüber zum Fisch. Viele Leute, während ich hier sitze, rennen rein und raus und essen das Ding auf die Hand. Ist absolut irgendwie auch ein beliebtes Streetfood auf die Hand Takeaway Ding, ja? So, wir machen einen Cut und dann gucken wir mal rein. Ja, ist wie erwartet, ne? Das Kabeljau drin. Ist ein Backteig außenrum. Und es gibt nichts dazu. Weder eine Soße, noch ein Zitrönchen oder sonst irgendwas. Du hast nur das Ding. Und ich esse den jetzt auch mit der Hand. Als erstes mal. Sehr guter Backteig. Sehr wenig Fett aufgesaugt, ne? Das ist immer sehr, sehr wichtig dabei, finde ich, weil wenn du so reinbeißt und es ist schon vollgesaugt mit fritösem Fett, ey, boah, dann wird es auch schon ganz schön mastig, ne? Du hast schönen weißen Fisch da drin. Er schmeckt toll nach Kabeljau. Der ist super saftig, ne? Top. Fällt in die einzelnen Segmente quasi. Der ist auf den Punkt gegart. Das heißt, die wissen, wie es geht. Die machen das öfter. Ich will es nicht größer machen, als es ist, ne? Es ist ein sehr, sehr guter Backfisch, sage ich mal, als Überbegriff. Interessant macht die Gegend. Der Laden, die Geschichte dahinter, die Qualität der angebotenen Speisen und dass sie sich wirklich nur darauf spezialisiert haben. Für mich war das Grund genug, euch hierher zu bringen. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Wenn ihr hier vorbeilauft, geht vorbei, gönnt euch so ein Ding auf die Hand, hockt euch hier rein, esst so einen Fisch, der ist echt geil. Guter Spot für zwischendurch. Aber wenn ich sage zwischendurch, heißt das immer, es kommt noch was Geiles. Also dranbleiben, es geht gleich weiter. Guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. Ein China-Restaurant. Ihr wisst,
Wenn es chinesische Küche gibt in einer Stadt, dann ist der dicke Papa da. Und stellt euch vor, es gibt ein sehr geiles Sichuan-Restaurant. Das heißt auch genauso. Wir lassen uns jetzt mal ein paar geile Gerichte raus. Die sind top bewertet, bei TripAdvisor allein schon eine 4,5. Für mich Grund genug, auch mal neben den ganzen traditionellen Sachen, Nudeln, Pizza, dies, das, jenes, sich auch mal ein bisschen was Chinesisches zu gönnen. Ihr wisst, zwischendrin gehört es für mich dazu und euch rate ich es auch. Tisch, Junge! Ey, wenn du so auf den Tisch guckst, denkst du nicht, dass du in Rom gelandet bist. Aber ich guck mal, ey, was wir alles haben. Wir haben hier einen geilen Wolfsbarsch, gedämpft, mit reichlich Chili obendrauf. Ne? So ist es halt in der Szechuan-Küche. Dann haben wir uns natürlich ein paar Dumplings geholt. Mein über alles geliebter Smash Cucumber Salad, Szechuan Gurkensalat. Besteht zur Hälfte aus Gurken und die andere Hälfte ist MSG in der Regel. Übrigens, falls ihr nicht wisst, was MSG ist und ihr denken solltet, dass es nicht gut ist, verlinken wir euch hier oben mal kurz ein Video. Naja, Umami. Wir haben aufgeklärt. Abgesehen davon gibt es hier drüben natürlich ordentlich Huhn mit ordentlich Chili. Es hat die ganze Nacht im Natron gelegen. Das Hähnchen Keulenfleisch, trocken gebraten. Dafür steht hier die Szechuan-Küche. Mit ganz viel getrockneten Chilis. Ne? Ist so ein Ding in der Szechuan-Küche, ist sehr, sehr geil. Du hast keine Soße dabei, sondern nur Chiliöl. Boah, ist brutal scharf. Boah, ist das geil. Aber wenn du so ein Ding erwischst, ne? Ich kann das nicht essen. Boah. Aber so muss es auch sein. Boah, Kinder, geil, geil, geil. Ja, dann haben wir uns hier noch ein Schüsselchen Nudeln besorgt. Das sind Nudeln, die aus Bohnen gemacht werden. Sehen eigentlich aus wie Reisnudeln. Und man muss die so ein bisschen umrühren. Die liegen so in der Soße. Ja, seht ihr, jetzt passiert die Magic. So, das ist immer die Soße, ist immer unten drin. Das ist eine ziemlich coole Nummer. Ich mag die Dinger, die haben eine geile Konsistenz. Die sind ein bisschen fester als Reisnudeln und irgendwie geschmacklich noch mal ein bisschen interessanter. Super geilen Erdnussflavor, Chiliöl. Boah, sind die geil, Alter. Lauwarm. Boah, die habe ich selten so gut gegessen. Szechuan-Style-Nudeln, sowieso. Großes Ding, große Liebe zwischen mir und den Nudeln. Spicy. Frühlingslauch. Viel Erdnuss. So ein paar Karotten-Julien. Fein geschnitten. Boah. Wirklich ein dickes Ding. Das willst du einfach leer essen, ne? Da vermisst du kein Fleisch. Es ist in Rom nicht so, dass du an jeder Ecke ein China-Restaurant oder ein Sushi findest, ne? Weil die haben es schwer. Ich sag's ehrlich, ne? Ihr habt das in Istanbul auch erlebt, da gibt es natürlich auch coole Restaurants. Aber es ist alles sehr, sehr traditionell und deswegen hast du hier, wenn du so eine Perle findest wie hier, ist es auf jeden Fall unterstützenswert. Und wenn du ein paar Tage hier bist und zwischendrin Bock hast auf ein bisschen was Chinesisches, geh hier auf jeden Fall hin und hol dir das, ne? Jetzt haben wir hier die guten Nudeln mit Hackfleisch obendrauf, wieder Lauch. Hier ist ein bisschen Pak Choi mit drin geschnitten. Und die Idee dahinter ist natürlich auch wieder, die Soße ist unten drin. Du musst die hochnehmen und rüberlegen. So, und so kommst du dann langsam an die Soße, die unten drin ist. Ne? Die werden immer unumgerührt serviert. Aber wenn du sie dann selber rührst, kommst du unten dran. Und da ist Chiliöl drin, da ist Sesam drin. Da ist alles das geile Zeug, was du dann hier oben drauf haben willst. Und irgendwann hast du einen geilen Teller voller Nudeln mit ein bisschen Hack und geilem Gemüse. Und dann kommt das bei raus. Perfect Chopstick. Was die betrifft, bin ich wirklich verwöhnt. Zuletzt in Berlin sehr, sehr geil gegessen. Können wir eigentlich auch mal verlinken. Falls ihr es nicht gesehen habt, war das nicht sogar, ey, ziemlich am Anfang. Leos, machen wir hier oben mal rein. Berlin Food Tour, sehr stark. Ey, die sind auch gut, das sind wirklich gute Nudeln. Das Hackfleisch ist schön bröselig gebraten. Die Soße ist top, geschmacklich on top. Ist nicht so scharf. Du musst immer gucken, dass du hier unten schön ein bisschen Soße rauskriegst. Du hast so... Ah, weiß ich nicht. Szechuan-Style Spaghetti Bolognese. Im weitesten Sinne, okay? Dumpling, lass mal gucken hier vorne. Madonna. Das war nur Chili. Lass mal nach den Dumplings gucken. Wir machen mal einen Biss und gucken rein. Mit Schweinehack gefüllt, Ingwer. Oh, die sind geil. Teig ist auch sehr gut. Manchmal ist das so hier oben, wo es ein bisschen dicker ist und zusammengedrückt wird, dass es da ein bisschen zu teigig ist. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Schmecken hervorragend. Kann ich sofort 30 Stück von wegballern. Erst unten gebraten, Wasser drauf gegossen, Deckel drauf. Dann sind die unten schön angebraten und oben dämpfen sie dann weg. Boah, das ist geil. Ey, mein absoluter Liebling steht hier in der Mitte. Wir kennen es bei uns unter Peking-Suppe, Hot and Sour Soup. Der erste riesengroße Unterschied, der mir direkt auffällt, hier wird es immer in schönen großen Schüsseln serviert. Ne? Das mag ich schon sehr, weil ey, für mich kein China-Restaurant-Besuch ohne diese Suppe. Zumal ich natürlich auch die selber ganz gut koche.
Aber ich liebe die, ich probiere die immer und überall. Die sieht schon sehr gut aus. Konsistenz ist top, alles was drin ist, ist top. Aber die ist schon sehr gut. Schon wieder? Weg. Manche sind so ein bisschen tomatiger, andere ein bisschen herber. Die ist gut zwischendrin, aber so ein bisschen mehr auf der tomatigen Seite. Es mag aber auch daran liegen, dass die Tomaten hier in Rom oder in Italien sowieso geschmacksintensiver sind. Deswegen kommt das natürlich auch ganz gut raus. Ne? Aber das ist schon geil. Alles drin, Tofu-Streifen, Gemüse mit drin, Moerpilze, so muss das sein. Lass mal nach dem Fisch gucken. Hier liegt da der Wolfsbarsch. Oh, diese krasse Chili-Soße da oben drauf, das wird auf jeden Fall der Knaller. Guck mal, du kannst da hergehen und also eigentlich kannst du direkt hier raus essen. Ne? Du klappst hier auf, holst dir hier große weiße Fischchunks raus und guck mal, wie der dampft. Der ist perfekt gegart, kannst einfach so die Stückchen rausnehmen. Schönes schneeweißes Fleisch, boah geil. Tolle Qualität, wirklich toller Fisch. Wow. Guck mal hier, das ist doch geil, oder? Wenn man weiß, wie so ein Fisch aufgebaut ist, lässt er sich auch wirklich gut essen. Steaming hot. Klar, man könnte die Haut mitessen, aber ich bevorzuge, sie auf die Seite zu klappen, um mir schön die dicken Stücke rauszuholen. Boah, das ist geil. Ich spreche in Superlativen. Ich sage euch auch warum. Erstmal, Chinese Food ist natürlich mein Ding. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, hier in Rom in den Food Guide so ein geiles Sichuan-Restaurant reinzupacken. Der eine oder andere wird schreiben, ja, muss man denn in Rom Chinesisch essen? Nee, muss man nicht. Aber man kann's. Und so wie wir uns den Tisch hier im Family Style gedeckt haben jetzt, werden wir ihn auch wegpolieren. Ich empfehle euch dran zu bleiben, weil der nächste Spot hat überhaupt nichts mit China zu tun und ist mindestens genauso geil. Wenn man so durch die römischen Straßen zieht, dann gelüstet es einen doch irgendwann mal nach was Süßem. Ich brauche jetzt einen Kaffee und ordentlich was auf die Hand. Und dann habe ich es auch schon in die Hand bekommen. Ey, guckt euch das mal an. Das ist ein Maritozzi. Maritozzi heißt das Ding. Das ist ein Brioche-Brötchen mit Schlagsahne in der Mitte. Ist ein Riesending in Rom. Wir probieren das gleich. Ich warte nur noch kurz auf meinen Kaffee. Oh, da ist er. Thank you very much. Das ist ein Kaffee, wenn du einen Kaffee bestellst. Du kriegst immer einen Espresso in Rom. Merkt euch das. Und bestellt auf gar keinen Fall nach 12 Uhr einen Cappuccino. Die schmeißen euch einfach raus. Meine Güte. Brot und Sahne. Ich habe keine Ahnung, warum das ein Riesending ist. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja? Sie hat das schön so ein... Und ey, was macht man? Drückt man es zusammen? Ey, das ist auf jeden Fall, der Brioche ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das ist super fluffig. Guck mal, es hätte auch einfach eine Lobster Roll werden können. Ne? Was ist es geworden? Es ist einfach Brot mit Sahne. Naja, okay, wir kommen. Lass uns kurz festhalten, Brot mit ungesüßter Schlagsahne. Wenn ihr in der Gegend seid, kommt hier vorbei. Besorgt euch so ein Ding. Probiert's mal. Die Römer stehen voll drauf, die fahren drauf ab. Der Teig ist nicht sonderlich süß, ist einfach ein gutes Brioche. Da könntest du auch einen Burger drauflegen, sag ich dir, ganz einfach. Aber sie machen einfach Schlagsahne rein. Ne? Ich kann dir nicht sagen, warum es cool ist, aber ich habe Bock, ein weiteres mal reinzubeißen. Und es ist bei weitem nicht so süß, wie es aussieht, sondern es ist irgendwie sogar so ein bisschen Salz im Teig, hundertprozentig. Es ist irgendwie lustig. Also falls ihr auf eurer Foodtour zwischendrin Gelüste habt, nach ein bisschen Brot und Schlagsahne, ja, holt euch so ein Ding. Trinkt einen Espresso dazu und lasst euch gut gehen, weil die Gegend ist geil, die Leute sind nett. Hier hast du echt an jeder Ecke irgendeinen Laden, wo du ein Weinchen kriegst, was du futtern kriegst. Das ist schon sehr, sehr geil in Rom, gerade zu der Zeit jetzt, wenn die Leute rausgehen Richtung Aperitivo, hier am späten Nachmittag. Ja, besorgt das mal. Für mich war das natürlich nur ein Zwischenstopp hier. Weiter geht's. Es ist Aperitivo-Time. Komm, erstmal Schlückchen. Spritzig. Guck mal, wo wir gelandet sind. Fraschetta. Um die Uhrzeit, am frühen Abend, ne, gehst du in Rom raus und ballerst dir ein mit deinen Freunden, so um langsam warm zu werden und in den Abend reinzukommen. Da wird auch ein bisschen was gegessen dabei. Nicht viel, einfach so ein bisschen was. Hey, und wo geht's denn besser als hier? Schaut euch das mal an. Das ist das Oma-Körbchen. Das Körbchen alla Nonna.
Ich mag die Idee unheimlich, abends hier draußen zu sitzen. Weißt du, so langsam kommen die Leute von der Arbeit. Manche sind noch in Arbeitsklamotten, andere sind schon wieder fresh geduscht. Bestellst dir so einen kleinen zum Warmwerden und lässt dir schon mal so ein bisschen was zum Essen kommen, ne? Bevor du essen gehst, wohlgemerkt, ne? Also, schau mal, was wir hier alles Geiles haben. Wir haben so ein Körbchen mit verschiedenen Sachen drin. Die Qualität dieser Sachen, ne? Das ist schon outstanding. Die haben drin die riesengroße Theke, da liegt das ganze Zeug drin. Und sie schneiden es dir einfach auf, packen es in so ein Körbchen rein. Du hockst hier draußen, trinkst einen Schluck und fängst an, dazu ein bisschen was zu essen. Einfach schon ein geiler Pecorino. Guck dir dieses geile Brot an. Ist perfekt für Bruschetta, wenn ihr mich fragt. Boah, dieser ganze Korb riecht brutal geil. Einfach so nach Trüffel. Bisschen Brot, bisschen Salami. Und diese Brote, wie hübsch. Schön geröstet. Guck mal, was wir hier haben. Leute, was soll ich euch sagen? Da kannst du gar nicht so viel drüber erzählen, außer, dass die Produkte, die hier drin liegen, von hervorragender Qualität sind. Ne? Das geile, frisch gebackene Brot, einfach geil geröstet, Tomätchen oben drauf. Guck dir das an, ist doch geiles Olivenöl, wieder ein bisschen Salami. Das ist doch eigentlich genau das Richtige zum Warmwerden, oder? Hier sitzen nur Einheimische. Ich habe die eben gefragt, hier geht es gleich richtig rund. Deswegen, wir sind ein bisschen vor der Zeit hier, ja, um die nicht zu stressen und so. Und sie machen nur noch von diesen Körbchen und servieren irgendwelche Spritz und Hugos und Weinchen und. Boah, guck mal hier. Pesto, Brot, Mortadella mit Pistazien. Keine große Herausforderung, nichts Gekochtes, aber gute Produkte zusammengetragen, ansprechend präsentiert. Hier so ein paar Bruschetta gebaut mit geil Trüffel oben drauf. Guck mal, das ganze Schwarze ist so eine Trüffeltapenade. Geht abends raus, besorgt euch so ein Körbchen oder eine Platte, bestellt euch dazu was zu trinken, genießt die Zeit und ihr werdet ruckzuck auch mit anderen ins Gespräch kommen. Das ist so richtig römischer Lifestyle. Am späten Nachmittag in Rom gelüstet's mich nach etwas Fisch. Wir sind ein bisschen außerhalb, Richtung Flughafen, Richtung Meer unterwegs. Ich kann es schon quasi riechen. Naja, nicht wirklich, aber es gibt geilen Fisch hier. Das Restaurant Madia, das ist hinter diesem Mozzarella-Shop hier. Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt zu Hause einfach einen Mozzarella-Shop, wenn ihr runtergeht? Mann, ich will auch so ein Ding. Hey, die sind famous für ihren Fisch, für ihre Krustentiere und natürlich für den Mozzarella, den es direkt nebenan gibt. Komm, wir gehen mal rein und checken das aus. Leute, ihr seht, was hier los ist. Der Tisch ist vollgepackt. Dafür sind die hier bekannt. Frittierten Fisch, dann haben wir die gegrillten Garnelen. Es ist einfach, ja, auch die Pasta gefüllt. Komm, wir probieren zuerst die Pasta. Lassen wir die nicht so lange rumstehen. Die ist gefüllt mit Ricotta, ein bisschen Zitrone. Dazu machen sie ein geiles Sößchen. Und obendrauf gibt es hier die Vongole, die geilen Muscheln. Allein die machen schon, boah, die sind so der Knaller. Ich liebe Nudeln mit Muscheln. Die sind nur anstrengend zu essen, das ist hin und wieder. Guck mal, auch schön gefüllt. Das sind die berühmten Raviolis hier. Oh, da ist ordentlich Zitrone drin. Geil. Das passt wirklich hervorragend zu der geilen Venusmuschel. Auch wieder in einer Qualität. Da wird es dir schwindelig. Also das ist auf jeden Fall schon ein dickes Ding hier. Die sind geil. Oh, Wahnsinn. So, was sollten wir noch nicht kalt werden lassen? Die Muscheln. Wenn wir schon mal Muscheln sind. Komm mal zum Papa. Boah. Sie riechen einfach frisch nach Meer. Sie riechen nach Weißweinsud. Du nimmst eine, du nimmst die andere. Und dann isst du einfach diese schönen, fetten, fleischigen Miesmuscheln da raus. Oh, ist das geil. Ey, kein Besuch in Italien, im Speziellen in Rom, zur Muschelzeit, ohne Miesmuscheln zu essen. Das ist einfach geil. Und das... Wow. So frisch, die springen vom Teller. Also, niemals skippt die Miesmuschel. Besorgt euch die Dinger. Die sind echt geil. Die schmecken bombastisch. Und vor allem... Wenn du hier so eine Muschelschale hast wie die, ne, dann kannst du hier nachher hingehen und dann holst du dir hier unten den Sud in die Muschelschale und haust sie einfach mit der Schale weg. Das ist das dicke Ding. Dazu kriegst du schön geröstetes Brot. Das kannst du hier unten reindippen und dann dazu essen. Die paar Meter raus aus dem Zentrum, die haben sich jetzt schon gelohnt. Lass uns mal rüberschwenken zur Garnele. Den hier erstmal zum Schluss, sag ich euch gleich. Guck mal, diese wunderschönen Garnelen.
Ich mache da keine Zitrone drauf jetzt in dem Fall. Ich will einfach den puren Garnelengeschmack. Die sind so ein bisschen vorgeschält. Die riechen schon so brutal geil. Einfach mit ein paar Aromaten gebraten. Schöne dicke Schwänzchen. Zuckersüß, perfekt gebraten, absolut frische Ware. Merkst du daran, dass wenn die so ein bisschen mehlig sind, kennt ihr das? Dann sind die schon zu lange tot gewesen, bevor sie hier gelandet sind. Und die sind einfach süß, knackig, auf den Punkt gebraten. Ja, was willst du da sagen? Es sind geile Garnelen mit Knoblauch, Aromaten gebraten. Besser geht's nicht, kannst du nicht besser machen. Tolle Produkt kaufen, es gut behandeln, auf den Teller legen und einen Bären glücklich machen. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen frittieren, so wie hier. So, hast du Garnelen, hast du Tintenfisch. Eine Besonderheit hier ist, sie nehmen jetzt kein normales Mehl, wo sie das durchziehen und frittieren, sondern es ist ein Reismehl. Ja? Boah. Perfekt, wirklich sehr, sehr, sehr gut gesalzen. Mm. Hier mache ich mir gerne ein bisschen Zitrone drauf. Ich finde, da passt das hervorragend hin. Hast du diese knusprigen Tintenfisch-Tentakel. Wenn du da drauf beißt, ist es einfach nur crunchy und full of flavor. Da kriegst du die ganze Tintenfischbombe einfach direkt verpasst. Da weißt du gleich, wo du bist. Das ist Italien auf dem Teller. Wow. Die sind ganz zart. Das heißt, der Koch weiß genau, was er da macht. Ihr kennt das, wenn die so gummiartig sind, ne? Das sind die ja nicht. Die sind nicht verkocht, die sind genau auf dem Punkt. Mm, geil. Mit das Beste, was so ein Tintenfisch werden kann. Das war die wärmste Empfehlung aus der Küche. Das sind Tintenfische in Streifen. Und was ihr nicht seht, ist, hier unten drunter liegt eine Scheibe Brot. Ne? Also guck mal hier, den kannst du einfach auf eine Scheibe Brot hochnehmen. Aber sie haben einfach so viel Tintenfisch oben drauf geschmissen, dass du das Brot nicht mehr siehst. Ich befürworte das auf jeden Fall, das sollten wir immer so machen. Wir probieren die mal so. Das sind dieselben Tiere, beziehungsweise ähnliche Tiere, in Streifen geschnitten. Einfach kurz gebraten und dann serviert. Das könnte ich wirklich einen ganzen Tag essen. So, da hast du hier unten drunter das Brot, ein bisschen Tintenfisch oben drauf. Komm her, Baby, du gehörst noch hier hin. So, perfekt Bites basteln. Und dann die allgegenwärtige Zucchini. Die darf ja in Rom nicht fehlen. Komm her, Baby. Komm, sei nicht so zu mir. Hey, Perfect Bites basteln ist echt manchmal schwierig. Da ist einer. Perfect Bite. Olivenöl, Essig, gegrillt, eingelegt, schöne Antipasti. Wisst ihr, das Ding ist, ich habe eine Zeit lang keine Zucchinis gegessen, einfach, ne, weil sie nichts sagen, sind nach nichts schmecken. Und die hier sind einfach, weiß ich nicht, von der Sonne geküsst oder so, keine Ahnung. Ach, ist das geil. Boah, da kannst du gar nicht aufhören. Jetzt gehen wir hier nochmal schnell gucken. Klar, das ist eine Sache, die kriegst du in der ganzen Stadt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber was hier besonders ist, die Produkte sind handverlesen. Ne? Und er hat hierzu so ein geiles Crostini gemacht. Boah, hast du hier diese gegrillte Aubergine oben drauf, schön mariniert. Und unten drunter hast du eine Creme aus Schafskäse. Geil. In Olivenöl gebacken. Boah, mit einer Olive oben drauf noch. Vermeintlich banal und einfach. Schmeckt einfach hervorragend. Da haben wir hier noch ein bisschen Salami auf dem Teller. Eine gute Salami. Schön dick geschnitten. Dazu hast du natürlich wieder Mozzarella-Bällchen. Schau mal, wie er aussieht. Hast du einen geräucherten Mozzarella? Davon müssen wir uns auch ein Stückchen holen. Wow, so saftig. Ja, wenn ihr das riechen könntet, ne? Der ist einfach geräuchert. Das ist einfach geil. Aber nicht so hart geräuchert, sondern so diesen Geruch, wenn du auf der offenen Flamme, so einmal über die offene Flamme gezogen. So schmeckt das und riecht das. Coppa. Schönen Schinken aus dem Nacken. Komm, rein damit. Und so einen schönen italienischen Landschinken. Boah, riecht der geil. Fun Fact. Die lassen ihren eigenen Schinken herstellen. Hier, den verkaufen sie vorne im Shop. Um einiges hochwertiger und teurer als Parmaschinken. Wenn du italienischen Schinken magst, ne, ist das genau das, was du willst. Ganz großes Kino. Jetzt kommt der Endgegner. Jetzt mal ganz ehrlich, Kinder. Wer hat sowas schon mal gesehen oder gegessen? Ah, und dann könnt ihr mal einen Blick reinwerfen, was hier los ist. Wieder Zucchini im Spiel, Räucherlachs im Spiel und richtig viel Mozzarella, nämlich genau 250 Gramm. Ehrlich, ich schwöre, ich hatte noch nie Räucherlachs und Mozzarella, glaube ich. Das ist eine gute Kombi. Ich dachte bis hier immer, so Fisch und Käse, das mögen sie nicht alle in Italien. Aber die Römer sagen, scheiße, das schmeckt total geil. Es sieht so super fancy aus. Es schmeckt hervorragend. Was ein tolles Restaurant. Täglich frisch, geile Meeresfrüchte, nah an der Küste hier. Hier könnt ihr auf jeden Fall herkommen und einen geilen Abend haben. Guck mal, wie schön es hier auch aussieht. Super nette Leute, du kannst draußen sitzen. Wir haben uns jetzt für drinnen entschieden, natürlich aus Lichtgründen. Ganz ehrlich, allein die Optik und die Qualität der Produkte spricht doch dafür einen Besuch, oder nicht?
Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wir polieren das hier weg. Hier bleibt nichts übrig heute. Und dann fahren wir zum nächsten Spot und knallen nochmal richtig einen raus, okay? Bis gleich. Hey, guck mal, wenn wir über Rom reden, reden wir automatisch über Pizza. Das heißt, wir sind jetzt am Pizzaspot angekommen. Stellvertretend für die römische Pizza ist Amami. Wie heißt er? Aimami. Ja, genau. Wir sind angekommen, Aimami. Stellvertretend für die komplette römische Pizzalandschaft. Ihr werdet sehen, das ist was komplett anderes. Hier geht es nicht um neapolitanische Pizza und dicken Rand, sondern hier wird flach gebacken. Hier ist es dünn, hier ist es krustig. Das erinnert oftmals an Flammkuchen. Es ist voller Geschmack und geilen Zutaten. Komm, guck mal an. Pizza. In Italien brauchen wir nicht drüber reden, wäre ja lächerlich. Aber in Rom, Pizzakultur ganz weit oben. Die stehen richtig drauf. Und das, was die hier machen, ist genau das hier. Guck dir das an. Das ist eine dünne, knusprige Pizza. Eigentlich belegt bis zum Rand. Wenig Rand und dann außen aber sehr knusprig. Ich sag immer so ein bisschen fast wie im Flammkuchenstil, ja? Wenn du in Rom Pizza essen gehst. Da gibt es vorher immer was Frittiertes. Man könnte sagen, es ist wie ein Arancini. Es ist aus Reis und es ist Käse drin. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, bevor ihr Pizza esst, hauen die sich immer noch so ein paar von den Dingern rein. Ich unterstütze das. Ich finde das unterstützenswert. Deswegen haben wir uns auch mal eins organisiert. Hey! Guck mal, es ist Reis. Frittiert, toll, oder? Reis, Tomatensauce, Käse. Und man isst es, während man auf die Pizza wartet. Okay, machen wir. Ich bin ja ein traditionsbewusster Kerl. Ich unterstütze das ja auch. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist nice, ne? Es ist Käse drin, es ist Reis drin, es schmeckt total geil. Aber ich finde, man nimmt sich so ein bisschen unnütz Magenvolumen weg, ne? Aber ey, ist auch nur eigentlich nur meine persönliche Empfindung. Ich habe mir noch einen geilen Salat besorgt dazu. Das finde ich immer geil. So ein bisschen frische, heiß, kalt, finde ich geil. Ey, aber komm, zurück zum Star des Abends. Seht ihr, was hier oben drauf ist? Das sind Zucchini-Blüten. Zucchini-Blüte ein bisschen auseinandergezogen und dann Salsiccia, italienische Bratwurst. Zucchini-Blüten ist echt ein krasses Ding. Wenn du bei uns Zucchini-Blüten kaufen möchtest, zahlst du für so ein Ding irgendwas zwischen 3 und 8 Euro kannst du sogar bezahlen dafür, je nachdem, wie groß die sind. Und hier werden die in einer verschwenderischen Art und Weise verwendet, weil es, glaube ich, einfach genug davon gibt, ne? Also, wenn die nach Deutschland importiert wurden und du willst so eine Zucchini-Blüte haben, 3-4 Euro mindestens musst du rechnen, um eine zu bekommen. Und das ist schon krass. Schmecken auch geil. Aber jetzt lass uns doch mal die Pizza anschneiden und gucken, was die so kann. Das Geile ist, die ist echt unten drunter knusprig bis zum Rand. Und ich habe immer so diese, wenn ich es angucke, wenn ich es durchschneide, wenn ich es in die Hand nehme, diese Flammkuchen-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber es ist der Sache irgendwie sehr, sehr ähnlich. Jetzt guck mal an. Mal gucken, wie sie von unten aussieht. Guck mal. Voll schön. Hier auf so einem Steinofen gebacken, auf dem Stein direkt. Komm, wir probieren so ein Ding. Geiler Käse, bombiger Teig, 10, 15 verschiedene Varianten. Ich kann da die ganze Zeit drauf gucken, was hier am Pizza rausgeballert wird. Das ist der Wahnsinn. Der Laden ist packvoll und es schmeckt echt geil. Ich kann es verstehen, warum. Zucchini-Blüte, echt ein geiles Ding. Ich mag meine Pizza so. Ja, guck mal. Eine schöne neapolitanische Pizza. Dicker Rand, Leopard-Check, alles geil. Schön, Tomate, Mozzarella drauf. Aber hey, das hat was. Das hat irgendwie so ein bisschen was von einem türkischen Lammertschum, Flammkuchen und italienischer geiler Pizza. Ey, ich fühle das voll. Schade, dass ich das bei uns nirgendwo kriegen kann. Schreibt es mir in die Kommentare. Gibt es einen Laden bei uns irgendwo, die so römische Pizza anbieten? Ich habe noch keinen gesehen. Wir wollen natürlich neben dem ganzen Pizza essen unser Salätchen nicht vergessen. Ey. Habe ich nur bestellt. Ist ein Salat. Capricciosa. Aber die englische Übersetzung war Fancy Fabulous Salad. Den wollte ich unbedingt sehen. Was du kriegst, ist eine Schüssel Salat. Tomaten, Ei, Artischocke, Olive. Guck dir das an, bitte. Wer hat es von euch das letzte Mal gesehen? Hier liegt er. Dosen Champignons. Du kriegst Olivenöl. Nee, nicht Balsamico. Rotweinessig. Das ist die richtige Wahl.
Jetzt wollen wir nochmal nach dem doofen Champignon hier gucken. Der tickert mich auf jeden Fall. Champignons, erste Wahl aus der Büchse. Ganz ehrlich, ich mag die. Oh. Tomate. Klar, italienische Tomaten. Ich habe noch einen Blumenkohl gefunden, auch aus der Büchse. Ein paar Bohnen oben drauf. Das Ei finde ich auch ganz geil. Super schöne gelbe Farbe. Pizza, Pasta, ein Riesenthema in Rom. Das können wir auf gar keinen Fall alles in diesem Food Guide behandeln. Aber wir machen zwei extra Filme für euch. Wir machen einen Pizza Guide und wir machen einen Pasta Guide. Und wenn ihr diesen Pasta und diesen Pizza-Film nicht verpassen wollt, empfehle ich euch jetzt schon den Kanal zu abonnieren. Hier unten, wo die Abo-Box ist, einfach draufklicken. Das kostet nichts, das schmeckt gut. Glocke aktivieren, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn es neues Material auf Deliziös gibt. Und wenn wir schon dabei sind, schreibt doch direkt mal einen netten Kommentar, gib uns einen Daumen nach oben. Ist doch toll. Mann, es ist mal wieder soweit. Ich sag's, wie es ist, Time. Das fühle ich sehr. Das ist mir die liebere Pizza, sag ich ganz ehrlich. Wirklich, wirklich ehrlich. Allem Hype zum Trotz, was die neapolitanische Pizza betrifft. Das ist so, wie ich meine Pizza gerne mag. Wenig Rand, schön dünn, knusprig, gut gelegt, geile Produkte. In dem Ambiente, mega geil. Hey, aber das war noch nicht alles für heute. Wir essen auf und dann gehen wir in die Nacht hinein. Angekommen, Dal Cordaro, über 100 Jahre römische Küche. Wir sitzen hier draußen in einem Restaurant, das es seit 100 Jahren gibt. Allein das ist ja schon mal Applaus wert. Direkt hinter uns eine römische Mauer, das heißt Kultur und Geschichte ist hier allgegenwärtig. Und das spiegelt sich auch in der Küchenleistung wieder. Wir sind nämlich auf diesen OG-römischen Gerichten unterwegs. Wisst ihr, geschmort, Tomate, rustikal. Weißt du, das sind diese Dinge, die will ich mir auf jeden Fall reinballern, wenn ich hier bin. Und glaub mir, die eine oder andere Überraschung ist dabei. Da weißt du doch gar nicht, wo du anfangen sollst. Guck dir das an. Ich starte mit dem Kalb. Kalb, 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 Kalb und Steinpilz. Wir haben hier Kalbsbrust in Weißwein geschmort. Dazu gibt es Steinpilze. Dann haben wir hier ein klassisches, wirklich klassisches römisches Gericht. Und das ist Hähnchen mit Paprika. Mehr ist es manchmal, ja? Ganz einfach. Huhn am Knochen gegart, schön saftig. Ich habe hier drei Teilstücke. Und dazu gibt es schön geschmorte Paprikas. Wunderbar. Und dann haben wir hier den Knaller. Nichts ist römischer als das, habe ich mir sagen lassen. Das ist ein geschmorter Ochsenschwanz. Und für die unter euch, die jetzt denken, es wäre tatsächlich ein Ochsenschwanz, ja, er ist es. Aber es ist der richtige Schwanz. Es gibt tatsächlich eine Story von einer Mitarbeiterin von mir. Die hat mich tatsächlich mal gefragt, wie wir einfach Ochsenschwanzsuppe verkaufen können. Das wäre ja ekelhaft. Also Ochsenschwanz geschmort ist tatsächlich relativ schwierig zu machen, weil er natürlich unterschiedlich groß ist und dieses Fleisch hängt an diesem Knochen dran. Und ey, wenn es gut gemacht ist, kannst du es rausziehen, so wie das hier. Perfekt gemacht. Mhm. Vom Geschmacksbild her, ja, so eine Mischung aus Ochsenbäckchen und, ja, weiß ich nicht, so ein relativ fettes Gulasch. Da hängt ordentlich noch ein bisschen Fett außen mit drauf, eine überkrasse Tomatensauce. Ich wollte eigentlich schon Kalb anfangen, aber das Ding lacht mich halt so brutal an. Guck mal, so eine dick geschmorte Tomatensauce, voller Power, mit allem, was sie zur Verfügung hat, aus besten Tomaten hergestellt. Ich bin echt gespannt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Unterm Strich hast du ganz feines, geschmortes, kerniges Rindfleisch. Mm, am Knochen gegart sowieso immer sehr, sehr geil. Okay, lass nochmal rüberschwenken zu meinem Kalb hier. Kalbsbrust, klarer Fall, geschmort. Jetzt probieren wir erstmal ein Stückchen davon. Die sieht auf jeden Fall schon hervorragend aus. Super zart, juicy. Intensiver Steinpilzgeschmack. Auch hier der perfekte Mix aus Fleisch und Fett. Das klingt immer so brutal, wenn ich das sage, aus Fett, aber je durchwachsener das Stück natürlich ist, desto zarter ist das alles, ne? Und je mehr Fett da dran ist, desto intensiver schmeckt es natürlich auch nach Kalb. Du hast eine hervorragende Qualität, das ist toll zubereitet. Das ist ein 100 Jahre altes Rezept, wahrscheinlich schon länger. Ich mag es sehr, sehr gern. Ne? Was hier quasi gänzlich fehlt, sind Beilagen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln oder ähnliches. Sondern du hast hier im Berg gebackene Zucchinis dazu. Zucchinis und Rom sowieso eine Love Story sondersgleichen.
Und die Dinger schmecken halt auch. Zucchini schmeckt ja einfach ganz oft wie Arsch, muss man ehrlich sein. Ne? Und die hier sind echt geil, die sind viel kleiner. Das sind diese römischen Zucchinis. Die habe ich auf jeden Fall schon auf dem Markt gesehen. Die Dinger sind echt geil. Intensiver Zucchini-Geschmack, rausgekitzelt durch die Zubereitungsart. Die sind gebacken in Olivenöl. Die sind top gewürzt, Salz on point. Die machen richtig Spaß. So esse ich gerne Zucchinis. Und natürlich ja, der römische Klassiker, die weiße Bohne. Hier mit Tomaten und dem Endivien-Salat, der dazu gehört. Das ist auf jeden Fall auch ein Knaller. Lass mal probieren, das Ding. Wow, die Bohnen sind wirklich, wirklich geil. Perfekter Biss, aber wenn du drauf drückst, guck mal hier, geht sie sofort kaputt. Aber trotzdem fällt sie nicht auseinander. Du kannst also ohne weiteres dir einfach so ein kleines Bohnenpüree zubereiten hier. Ich hatte keine Vorstellung davon, was Bohnen hier in Rom für eine Rolle spielen. Das Hähnchen mit Paprika. Das vermeintlich einfache Gericht hier auf dem Tisch. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so ein Huhn gescheit zu schmoren, ist gar nicht so einfach. Guck mal, du steckst die Gabel rein, schon löst sich das erste Stück. Geil. Es schmeckt nach gerösteter Paprika. Es ist mit der Paprika zusammen geschmort. Perfect Bite Bastel. Rot, gelb, Huhn. Ein bisschen Haut mit drauf, guck dir das an. Perfect Bite incoming. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Das Huhn ist auch toll. Ist wirklich schön geschmort, am Knochen, hier mit Haut oben drauf. Super saftig noch, ne? Das ist das Schwierige dabei bei der ganzen Geschichte. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich sehr darüber. Hey, kulinarisches Highlight, ja. Auf seine ganz spezielle Art und Weise, ne? Wenn wir traditionelles Essen feiern wollen, dann feiern wir das hier. So, nicht, dass wir hier schon fertig werden. Das könnt ihr euch natürlich denken, ne? Ich bin kugelrund und kann nicht mehr viel. Aber ein Ding habe ich noch für euch. Also, dranbleiben, gleich geht's weiter. Zu guter Letzt gibt's noch mal richtig was auf die Augen und in den Hals, hätte ich fast gesagt. Am späten Abend gibt's noch mal richtig was auf dem Teller. Arrosticini, das hauen wir uns jetzt rein. Ihr habt keine Ahnung, was es ist, wusste ich bis eben auch nicht. Ist eine Region nahe zu Rom, Abruzzen, kennt ihr sicherlich, gell? Das sind kleine Spießchen auf Feuer gegrillt und Spieße aus Schafsfleisch gemacht. Für mich Grund genug, mit den Dingern reinzufahren. Also die Hausreligion ist ein klarer Fall. Hier gibt es Spieße. Okay. Hey, buonasera. Buonasera. So, I would like to go. You speak English? No. No, Italiano. Okay, I try my best Italian. Okay. I try to order in Italiano. Sì, okay. Arrosticini a mano. 10. Okay, 10. Aha. There's the English. Was für Oktoberfest, das mal Maßguck nach meinem Geschmack. Meine Güte, hey, jetzt servieren es in so Steinkrügen. Voll geil. Und was haben wir denn hier? Ah, das sind die handgeschnittenen Schafsspießchen. Ey, ich habe eben gesehen, ey, die machen das so geil. Da ist so ein Stückchen Fett mit zwischendrin und ein bisschen Fleisch und wieder ein Stückchen Fett. Komm, für ein Euro das Stück. Toll. Du hast kein Lamm, du hast wirklich Schaf. Ja? Boah, wie willst du das beschreiben? Die sind durchgebraten. Was da eigentlich bei Schaf, Lamm, ja, du weißt das selbst. Entweder rosa oder geschmort, aber die sind irgendwie so zwischendrin. Und sie sind trotzdem super soft und super lecker. Und sie haben diese schönen Stückchen Schafslammfett da mit zwischendrin. Das ist auf jeden Fall schon eine dicke Nummer. Boah. Ich mag es sehr. Ich liebe Spieße ja überhaupt. Das habe ich in Asien Spieße gefuttert, Alter. Wie ein Irrer, wirklich. Ja, wollen wir noch kurz nach dem Brot gucken hier? Geröstetes Brot, ein bisschen Olivenöl. Ja, da hast du hier natürlich noch ein bisschen Gemüse, ne? Legst du ein bisschen Aubergine oben drauf. Ja, Alibi. Schon geil. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Und das sind die Filetspieße. Auch wieder schön zwischendrin mit ein bisschen Fett. Das ist auch eine Heidenarbeit, die Dinger zu machen. Auch sehr gut. Natürlich nochmal viel zarter als die sind. Nicht, dass die nicht zart wären, aber die zergehen quasi auf der Zunge. Das ist wirklich gut. Ey, guck mal, wir haben hier mal ein gutes Beispiel, wo man die Fettstückchen auch gut sieht. Kann man das sehen? Geil, oder? Das ist schon gut. Du hast quasi immer den Perfect Bite. Und das zweimal pro Spieß. Wow. Die Hausreligion, auf jeden Fall Schafsfleisch. Aber sie haben auch Schwein im Angebot.
Und guck mal hier, dieses Schwein da. Das hat noch ein bisschen grüne Paprika mit dabei. Schwein und Paprika sowieso geil. Hey, kannst du auch noch Zwiebeln noch mit draufstecken oder so. Aber hey, hier geht es um Fleisch, nicht um Gemüse. Das ist eine klare Ansage. Meat and Beer. Gutes Schwein. Mm. Die grüne Paprika hilft richtig drauf. Boah, es hat so gegrillte grüne Paprika. Ihr kennt's. Es schmeckt einfach geil. Da darf keine rote, keine gelbe sein. Die muss grün sein. Mm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, da war ich nicht zum letzten Mal. Leute, ich sag euch, es lohnt sich. Fahrt hier raus, hockt euch hier hin, haut euch ein paar Spieße rein. Das ist ja auch gar nicht so teuer, ne? Ich meine, so ein Euro pro Spieß, ja klar, das läppert sich. Aber wenn du mit ein paar Leuten bist, ein paar Bierchen dazu trinkst, kannst du echt einen schönen Abend haben. Brot und Zucchini. Das wird mein Abschlussspieß heute. Oh, die sind auch gut, die sind gar nicht so... Die sehen für meine Hand vielleicht klein aus, ne? Aber da ist überall schon so zwei volle Gabeln voll Fleisch drauf. Wenn du überlegst, 3, 4, 5... Das sind 5 Euro. Ist doch voll okay, oder? Für so geiles Schafsfilet. Wirklich gut. Mm, toller Spot. Wenn ihr ehrlich seid, wärt ihr nie drauf gekommen. Wer von euch wäre denn hierher gefahren, wenn er in Rom ist? Ohne unseren Food Guy wäre das doch wieder nichts geworden. Gebt uns doch mal ein paar Props. Gebt uns doch mal ein paar nette Kommentare. Gebt doch mal Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja? Also das ist auf jeden Fall ja Ehrensache, weil es kostet nichts und schmeckt gut. Leute, ich kann euch sagen, die Römer Food Tour, ne, das war auf jeden Fall ein dickes Ding. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Es war super anstrengend, es war heiß, es war geiles Futter dabei. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wenn das nicht Grund genug ist, noch einen netten Kommentar zu schreiben, dann weiß ich es auch nicht. Leute, wenn ihr unsere anderen Food Guides, falls ihr die noch nicht gesehen habt, was ich nicht glauben kann, sehen wollt, haben wir euch hier oben auf jeden Fall mal eine Karte eingeblendet. Da könnt ihr draufklicken. Da findet ihr alle unsere anderen Food Guides. Und hier unten drunter haben wir euch noch eine Karte eingeblendet. Da findet ihr mehr Stuff mit dem dicken Papa, Reaction-Videos und. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein, ihr Süßen!